Hallo, meine Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Finanzorakel. Ich dachte, das könnte mal wieder wichtig werden, wie sich hier bei dir, wenn du in der Reisegruppe bist, ganz speziell eine finanzielle Situation entwickeln könnte, beziehungsweise deine finanzielle Situation. Wie gesagt, ihr bedenkt bitte, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Energien können, müssen nicht mit euch in Resonanz gehen. Ich lasse die Karten springen. Und dann schauen wir einfach mal, was ich hier zeigen möchte. Von der Zeit würde ich in die nächsten 4 bis 6 Wochen gehen, dass du ungefähr ja, eine Zeitangabe für dich hast. Ich beginne mit einer Ausgangssituation. So kannst du gleich für dich prüfen, ob du hier eventuell in der Reisegruppe bist oder eben nicht. Wie steht es denn aktuell bei dir um die Finanzen? Da haben wir hier das Ass der Stäbe und an der Unterseite den Page der Münzen. Ach, na, gucke an. Also hier kann es gut möglich sein, dass du dir Gedanken darüber machst, wie du Geld verdienen kannst. Das Ass der Stäbe steht für, ja, für Innovation, für, ja, wirklich auch für die Chance, mit ganz viel Leidenschaft und Elan eine Situation in eine neue Richtung zu lenken. Und der Page der Münzen steht natürlich Münzen auch für das Geld an sich. Und es ist hier wirklich zum einen, dass du dir überlegst, wie könnte man zusätzlich Geld verdienen. Das muss jetzt für dich wahrscheinlich auch nicht die Riesensumme sein, sondern wie du dir zusätzlich Geld verdienen kannst. Es ist aber auch möglich, dass sich jetzt Chancen und Möglichkeiten aufzeigen, ja, um eben schon Geld zusätzlich zu verdienen. Also nicht mal, dass du dir erstmal direkt nur da Gedanken drum machst, sondern dass hier tatsächlich auch schon Möglichkeiten da sind und du jetzt halt überlegst, wie du das eventuell hier auch mit einbeziehen kannst und ob das halt auch wirklich so eine Leidenschaft von dir wäre, ob es dir Spaß machen würde, etc. Auf der anderen Seite zeigen sich hier aber auch Chancen und Möglichkeiten, dass Geld sich auf den Weg zu dir macht, ne? Also in Form von Kleingeldgeschenken oder eine Rückzahlung oder irgend sowas in der Art. Mit dem Ast der Stäbe könnte das eine relativ plötzliche Energie sein. Das heißt, dass sich hier vielleicht auch kleine Zugewinne aufzeigen, mit denen du so an sich überhaupt nicht gerechnet hast. So, wir schauen jetzt mal, welche Möglichkeiten oder wie entwickelt sich deine finanzielle Situation oder innerhalb der nächsten 4 bis 6 Wochen. Da haben wir hier schon mal den Page der Schwerter. Ich lasse gleich mal noch 3 weitere Energien springen. Hier haben wir die Mäßigkeit. Ass der Kelche, die 9 der Kelche und an der Unterseite die Liebenden. Also mit dem Page der Schwerter geht es hier, wie gesagt, um klare Analyse. Man überdenkt etwas, man analysiert etwas, ne, also auch passend hier zu der aktuellen Ausgangssituation. Man will irgendwie etwas ins ausgewogene Prinzip bringen. Man möchte aber auch Geld verdienen oder etwas tun, was einem wirklich auch am Herzen liegt, also was man auch wirklich gern macht. Das Ass der Kelche ist immer eine Herzensangelegenheit und die Liebenden ist eine Zwillinge-Energie und hier geht es auch tatsächlich um das Thema Herzensentscheidungen. Also was ja, erfüllt mich, ne? Man möchte in den Genuss kommen, man möchte zusätzlich Geld verdienen oder sich irgendwie Gedanken über zusätzliche Einnahmen machen, um eine finanzielle Situation in ein ausgewogenes Prinzip zu bringen. Aber es soll etwas sein, ja, wo du auch einen Sinn darin siehst, wo du das Gefühl hast, das ist wirklich etwas, was dich erfüllt oder was auch einen emotional erfüllenden Charakter für andere Menschen hat, ne? Es ist aber auch die Möglichkeit, dass du hier auch zusätzlich vielleicht noch 2 Angelegenheiten oder zusätzliche Dinge für dich in Angriff nehmen möchtest. Der Page der Schwerter steht aber auch für neues Wissen. Also es kann auch gut sein, dass du hier überlegst, ob du eventuell in einer Angelegenheit dir neues Wissen aneignest, um die Position und demzufolge auch die Einnahmemöglichkeiten in einer Situation zu steigern. Das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Da ist es jetzt vollkommen egal, ob du im Angestelltenverhältnis bist, ob du selbstständig bist. Also du willst dir irgendwie dir auch neues Wissen aneignen.
Aber es soll halt schon etwas sein, was dich erfüllt. Also du willst jetzt auch hier nicht deine Zeit mit irgendwelchen sinnlosen Tätigkeiten oder Arbeiten verbringen, wo du denkst, ja gut, da nehme ich ein bisschen Geld ein, aber Spaß macht es mir nicht, ne? Also so bist du jetzt hier aktuell nicht in der Energie. Auf der anderen Seite kann es aber auch gut möglich sein, dass hier tatsächlich Geld, was nochmal überprüft wurde, es könnten jetzt vielleicht Ämter, Behörden oder Sorgerechtsangelegenheiten oder wie auch immer sein, wo sich hier plötzlich unverhofft auch ein Wandel ergibt, wo es hier zu einem Ausgleich kommt, dass dir Geld hier zusteht. Ne? Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich lasse jetzt mal hier noch Klärungsenergien aus dem EFTER-Tarot springen. Eine Klärungsenergie für den Page der Schwerter. Ja, der Narr. Ne? Also du willst Geld verdienen, aber du willst dich auch nicht mehr krumm und bucklig arbeiten. Du möchtest was mit Leichtigkeit machen. Du möchtest etwas Neues dazu lernen oder auch wirklich was Neues probieren. Ne? Also irgendwie, wir schauen mal weiter. Eine Klärungskarte für die Mäßigkeit, bitte. Eine Klärungskarte für die Mäßigkeit. Ja, der Herrscher. Ne? Also es könnte sich ja wirklich auch nochmal um Ämter, um Behörden handeln oder auch um eine familiäre Angelegenheit. Also hier soll etwas strukturiert werden. Vielleicht geht es ja auch tatsächlich bei dem einen oder anderen, wie gesagt, um familiäre Angelegenheiten, dass hier vielleicht klar gemacht wird, okay, wie wird das Geld aufgeteilt. Bei dem einen oder anderen geht es vielleicht auch, dass man schon über Erbangelegenheiten spricht oder Schenkungen oder wie man hier vielleicht einen Nachlass irgendwie klären könnte. Das wäre auch eine Möglichkeit, damit es auch gerecht zugeht. Also das Thema Geld könnte sich hier in unterschiedlichen Formen und auf unterschiedlichen Ebenen innerhalb der nächsten 4 Wochen bei dir zeigen. Es geht aber auch hier, und das ist auch interessant, der Herrscher steht auch für eine Cheffigur, für einen Vorgesetzten, für einen Lehrer, ne? Und hier kann es gut sein, dass es wirklich hier Gespräche oder auch nochmal darüber nachgedacht wird, wie man etwas oder jemand entscheidet darüber oder du unterhältst dich mit jemandem darüber, der hier in einer höheren Funktion ist oder ein Berater oder wie auch immer, wie du denn deine berufliche Situation hier verändern kannst und auch natürlich deine finanziellen Einkommensverhältnisse verbessern kannst. Also hier kriegst du auf jeden Fall Unterstützung und Support. Der Narr ist für mich auch immer so ein Hinweis, dass es tatsächlich auch auf Wegen oder in Branchen sein kann, womit du jetzt vielleicht noch gar nicht rechnest. Vielleicht bekommst du hier auch irgendwie eine Unterstützung oder eine Eingebung von außen. Du liest irgendwas, du unterhältst dich mit einem Freund, mit einem älteren Kollegen oder Chef oder wie auch immer. Auf jeden Fall zeigen sich hier definitiv neue Möglichkeiten. Auch wie gesagt von Ämtern und Behörden. Der Herrscher ist für mich auch so eine ja, Autoritätsfunktion. Vielleicht steht dir hier nochmal Geld zu, womit du so an sich gar nicht mehr gerechnet hast. Das Video wird ja in der Energie des rückläufigen Merkur im Widder aufgenommen. Ne? Der Herrscher steht auch für den Widder. Und hier kann es dann, wie gesagt, auch tatsächlich möglich sein, dass hier du vielleicht schon eine Sache vergessen hast und jetzt kommt hier nochmal auf den Tisch. Ja, man hat vielleicht die Steuererklärung nochmal überprüft oder wie auch immer. Und dann bekommst du hier nochmal Geld, mit dem du so gar nicht gerechnet hast. Genau. Also das wäre jetzt ja auch möglich. Und ansonsten steht es halt, wie gesagt, der Herrscher auch dafür, dass du hier vielleicht auch eine Cheffunktion oder eine selbstständigen Position irgendwie einnehmen möchtest. So, eine Klärungsenergie für das Asterkeiche, bitte. Eine Klärungsenergie. Oh, da haben wir gleich zwei. Da haben wir hier den König der Münzen. Ja, und die 9 der Stäbe. Also du hast mit dem Thema Finanzen schon auch so ein paar, ich will nicht sagen Angstthemen, aber es ist schon so, dass das Thema Geld dir wichtig ist. Ja, weil du vielleicht auch immer alles alleine stemmen musstest. Ne? Vielleicht warst du oder hast dich auch immer verantwortlich gefühlt für andere oder um anderen hier eine finanzielle Absicherung zu geben. Und hast dadurch wahrscheinlich auch gerackert wie ein Stier, aber hast dich halt auch mit Tätigkeiten
zufrieden geben müssen oder durchführen müssen, die du eben überhaupt nicht wolltest, ne? Also wo so die emotionale Erfüllung überhaupt nicht da war. Und jetzt bietet sich, also ich glaube wirklich, dass sich hier von außen unverhofft Chancen bieten könnten, entweder durch einen Herrscher, durch einen König der Münzen, wo man sagt, hey, stopp mal, du hast hier und dir die Möglichkeit, ich habe gesehen, du bist da und darin richtig gut, was hältst du denn davon, wenn du mich da und da unterstützt, ne? Ich könnte da jemanden gebrauchen oder du hast hier eine Idee bezüglich einer selbstständigen zusätzlichen Tätigkeit. Ne? Also auch hier, wenn man selbstständig ist, zeigen sich ganz klar die Chancen und Möglichkeiten, dass auch Kundenzuwachs ist. Ne? Und vielleicht sogar auch wirklich Ideen aus dem Kundenkreis hier auf dich zukommen. Mensch, ne, du bist jetzt da und da so toll drinne und willst du dich da nicht nochmal weiterbilden oder ey, das wäre doch toll, wenn du das und das auch anbieten könntest. Also hier zeigen sich definitiv richtig gute Möglichkeiten auf. Und du wirst ja mit den neuen der Stäbe aus dem After Tarot verlierst du irgendwie eine alte Angst, ne? Eine Angst, wenn es um das Thema Finanzen oder existenzielle Absicherung geht, oder eine Angst, wenn es darum geht, auch mal Dinge zu versuchen, an die du dich eventuell noch gar nicht rangetraut hast. Also hier zeigen sich definitiv ganz, ganz neue Möglichkeiten. Ich sag nur immer, ne? Also wie gesagt, aktuell haben wir den rückläufigen Merkur. Das hier ist aber eine zeitlose Legung. Wenn du das Video jetzt aktuell findest, bitte ein bisschen vorsichtig sein, wenn es direkt darum geht, jetzt etwas komplett Neues zu starten. Ne? Also man kann sich jetzt Gedanken darüber machen, man kann jetzt auch hier wunderbar Pläne machen, aber achtet hier darauf, auch gerade wenn es um eine Anmeldung der Selbstständigkeit geht, eine Gewerbeanmeldung oder so. Bitte nicht unter rückläufigen Merkur. Ne? Und kleiner Hinweis, bei einer Gewerbeanmeldung oder selbstständigen Anmeldung sollte auch immer der Mond zunehmend sein. Ne? Also nur mal so am Rande, könnt ihr ja immer auch mal schauen. Wer jetzt hier wirklich mal eine astrologische Beratung oder auch eine Kartenberatung möchte, auf der beruflichen und finanziellen Ebene, das sieht man auch wunderbar im Geburtshoroskop, der kann sich gerne mit mir auch in Verbindung setzen. Ne? Die Infos bzw. die Kontaktdaten findet ihr in der Infobox. Mir ist es immer am liebsten, wenn ihr mir über WhatsApp eine Sprachnachricht oder eine kurze Meldung schickt und alles Weitere können wir dann klären. So, noch eine Klärungskarte für die Neun der Kelche. Eine Klärungskarte für die Neun der Kelche in Bezug auf die Finanzen. Eine Klärungskarte. Oh, wow, Herrscher und Herrscherin, guckt euch das mal an. An der Unterseite, ja, irgendetwas erwacht hier so ein bisschen aus der Stagnation. Aber interessant, guckt mal, wir haben die Herrscherin und den Herrscher. Venus-Energie. Und interessant auch wieder, Venus, Herrscher vom Stier, zweites Haus, was die Materie, die Finanzen, Immobilien angeht, aber auch den Selbstwert. Und Venus, Herrscher, siebtes Haus, also auch wirklich wieder das Thema Verbindung und Partnerschaften. Vielleicht gehst du hier wirklich eine sehr interessante geschäftliche Partnerschaft ein. Und du bist, es ist ja eine irre Energie, ne? Also du hast hier ganz viele Ideen, du willst etwas, du gehst vielleicht auch mit etwas schwanger. Und hier geht es wirklich darum, du möchtest mit Genuss Geld verdienen. Du möchtest Berufung zum Beruf machen, eine Leidenschaft, ein Hobby, könnte auch für eine gewisse Kreativität stehen. Es ist vielleicht noch möglich, dass du dich, wie gesagt, derzeit so ein bisschen noch, naja, irgendwie habe ich ja Ideen, aber das ruht alles, ne, so. Und dann könnte sich ja tatsächlich von außen jemand zeigen, das ist auch der Hinweis hier mit den Neun der Stäbe. Es könnte tatsächlich jemand auf dich zukommen, also hier spielen mehrere Personen eine Rolle, die mit irgendeiner Idee in dein Leben treten oder dir auch so ein bisschen, ja, so einen leichten, liebevollen Arschtritt geben, dass du jetzt vielleicht auch aktiv wirst oder zumindest jetzt endlich auch beginnst, in eine Planung zu gehen. Auf jeden Fall kommt hier wieder mehr Schwung rein und ich kann mir gut vorstellen, dass hier tatsächlich eine völlig neue Energie im beruflichen und finanziellen auf dich zukommt. Ne? Also hier tut sich etwas. Wir schauen jetzt mal. Ich hätte gerne noch ein Krafttier für dieses Finanzorakel. Ein Krafttier für dieses Finanzorakel. Welches Krafttier wird hier wichtig? Die Robbe. Selbstvertrauen und Erlösung. Öffne dich für die Tiefe deiner Gefühlswelt. Nimm dir Zeit für dich
und beachte deine ureigenen Bedürfnisse. Und das ist das, was ich vorhin sagte, ne? Also nicht Geld verdienen, weil man es vielleicht muss, sondern weil man mit etwas, was einem wirklich eine innere emotionale Erfüllung gibt, auch Geld verdienen kann. An der Unterseite haben wir hier den Schwan, Anmut und Schönheit. Erlaube, Wahnsinn, dass deine Talente sich entfalten und genieße die künstlerische Freiheit, die dir geschenkt wurde. Und das erlebe ich auch ganz oft, ne? Viele denken immer, das könnten auch alte Denkmuster oder Manifestationen sein. Ja, ich kann nur Geld verdienen mit etwas, was sicher ist oder im Angestelltenverhältnis oder mit meiner Kreativität oder mit meiner Spiritualität oder mit dem, was wirklich eine Passion für mich ist, kann ich doch niemals Geld verdienen. Nein, das ist Blödsinn, ne? Also hier wirklich achtet darauf, was wollt ihr? Und ich sage auch immer, was wollt ihr hinterlassen und wie willst du etwas anbieten? Also wie darf das im Außen repräsentiert werden oder auch kommuniziert werden, dass du als Klient oder Interessent auch angesprochen wirst für dich selber? Ne? Ich sage immer, wenn es wirklich um neue Ideen geht oder du willst etwas in die Welt bringen, mach dir immer Gedanken, wie würdest du als Verbraucher, Verbraucherin diese Situation empfinden oder diese Idee empfinden, welchen Nutzen hätte sie für dich, was wärst du bereit dafür zu bezahlen? Ne? Also geht auch immer in die Kunden- und Verbraucherrolle. Ne? Also wenn ihr hier etwas anbietet, kreativ seid. Ne? Und ich sage immer, was du in anderen entzünden willst, muss in dir selbst brennen. Und das könnte ja tatsächlich noch mal ein Thema werden. Auf jeden Fall zeigt sich ja ganz klar viel Support, Unterstützung. Es kann auch durch die Öffentlichkeit sein. Ne? Der Nah ist für mich auch eine Wassermann-Energie. 11. Haus könnte auch alles, was Social Media, Internet, Kommunikation, die Gemeinschaft an sich angeht, könnte das hier aufzeigen. Ne? Also macht euch hier wirklich mal Gedanken. Wirklich plant, jetzt wie gesagt bis zum 25.04. mit Schattenperiode, so bis zum 10., 13. Mai, noch nicht zwangsläufig in die Umsetzung und in die Öffentlichkeit gehen, sondern eher in die Planung gehen, ihr Lieben. Ne? Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, schöne Ideen und vor allem wünsche ich euch, ne, aber da ist ja hier der Herrscher und die Herrscherin gefallen, wirklich auch den Mut, eurer Passion mit dem Ast der Stäbe hier auch zu folgen. Ihr Lieben, liebe Grüße, bleibt alles schön gesund und hoffentlich bis bald. Eure Helene.